Hey Freunde und damit willkommen zurück zu Minecraft Bevos Techpack. Ja, und es funktioniert eben doch. Ja, wir hatten vergessen, also Ende letzter Folge hat das Ding ja irgendwie doch alles eingesammelt und was weiß ich. Wir haben einfach schlicht und einfach vergessen, den zu die Function einzustellen. Also Pickup only items in frames. Somit sammelt der hier nur Erde ein. So, und dann hatten wir das Problem, dass diese Ranuncapus sozusagen die Saplinge nicht hierhin gepflanzt hatten, wo sie hin sollten. Das Problem haben wir allerdings immer noch. Also sie sammeln sie schon auf. Blöpp. Diesmal hat es funktioniert, ist aber reiner Zufall, weil... Wir warten mal ab. Funktioniert hier noch was? Seht ihr? Sie wurde genommen, sie wurde gepflanzt, aber hier hinten. Wir haben hier Unterwassererde. So, jetzt juckt diese Blume es nicht, ob die Erde unter Wasser ist oder nicht, weil sie pflanzt an Erde. Wie man hier schön sehen kann, sehen wir das Erde-Symbol unter der Leiste und das bedeutet, sie pflanzt auf Erde und zwar auf jegliche Art. Das heißt, in dieser Range von dieser Blume, seht ihr das? Da überall. Müssen wir jetzt Sand. Müssen wir auf jeden Fall jetzt Sand platzieren. So, Sand haben wir hier an Massen, hoffentlich. Ja, schön. Gefällt mir gut. Nehmen wir schon mal Sand mit. Das heißt, da darf kein Block vorhanden sein, der sozusagen Erde an erster Stelle hat. Also, versteht ihr, was ich meine? Also Erde darf nicht oben sein. Weiter unten ist mir egal, ob der Erde ist, aber solange, wenn hier oben Erde ist, ne, dann pflanzen wir da notgedrungen und warum auch immer. Ne, warum auch immer nicht, macht ja Sinn. Nur halt, warum es unter Wasser macht. Aber vielleicht gibt es ja irgendeine Art Automation, wo man das tatsächlich braucht, dass der unter Wasser was pflanzt. Das kann natürlich sein, das kann ich nicht beurteilen, keine Ahnung. Wird wohl so irgendwie stimmen. So, dann versuchen wir das mal. Also, das Problem ist auch, wenn das hier im Wasser pflanzt, man ist, wahrscheinlich kann man mit der Pflanze, mit der Ranuncapus oder wie sie heißt, kann man wahrscheinlich auch irgendwelche Blöcke platzieren, was weiß ich. Ne, Sugar Canes oder keine Ahnung, irgendwas kann man damit bestimmt platzieren und vielleicht will man das ja irgendwann mal auch unter Wasser haben. Ne? Kann ja sein, weiß ich nicht. Und dann macht das Ganze natürlich Sinn. Aber so in der Form für uns ist es erstmal einfach störend. So, also hier auch nochmal, glaube ich. Ich habe jetzt die Range nicht im Kopf. Wir werden das gleich einfach testen. Und dann sehen wir es. So. Allerdings sollte ich jetzt erstmal schnell schlafen gehen. Oh, ein Haus zu weit, aber das macht nichts. Hier können wir auch schlafen. So. Ja, das sind so die Kleinigkeiten, die einen noch so während des Bauens und des Vorantreiben des Projekts in die Quere kommen. Ne? So, wir gucken mal von oben. Jo, das sieht aber schon mal nicht so schlecht aus. Jetzt können wir hier noch ein bisschen Sand rein machen. Oh, ist noch nicht mal despawned. Das ganze Zeug. So. Machen wir hier nochmal Sand rein. So, hier ist zwar Gravel, aber der Vollständigkeit halber kommt hier auch Sand rein. Das Problem ist halt, dass da unten jetzt wahrscheinlich auch noch Erde ist irgendwo, ne? Ja. Da auch, da auch. Ja, hier so, da so, da so. Ich weiß halt nicht, wie, ob das vielleicht funktioniert, ja auch unterirdisch. Oder es muss einfach kein Block da drüber sein. Das, keine Ahnung. Wir werden es ja merken, wenn jetzt da irgendwo Säpplinge verschwinden, dann landen die halt hier irgendwo unter Wasser. Ne? Und das müssen wir halt verhindern. So, ich guck mal, kann ich das sehen, wenn ich hier so drauf gucke? Ah, das sieht aber so aus, als wenn das hier auch noch weg müsste, ne? Also die haben ja eine riesen Range, meine Güte. So. Ich komme da nicht dran. Dann reicht der Sand ja gar nicht, den ich mir hier besorgt habe. Dann muss ich ja gleich nochmal ins Diamantenhäuschen. So. Oh, ein Stack hatte ich noch, das wusste ich nicht. So, das sieht gut aus, ne? Ist das auch Erde? Ach du, hier ist auch Erde. Das habe ich auch nicht gewusst. So.
So, das muss ja halbwegs ordentlich auch noch aussehen, ne? Das, ich wollte jetzt keine Löcher machen. Zumindest keine riesigen. Upsala. Oh nein, jetzt haben wir hier... Ach. So, jetzt haben wir da ein Wasserloch geschaffen. Das wollte ich nicht. So, okay, also, das kann hier so bleiben. So, ich hoffe, dass das jetzt hier... Bis wo ist das denn? Ich bis ein Block, man sieht das so schlecht, bis ein Block vorher, ne? Bis hierhin. Das heißt, diese hier wird auf jeden Fall noch irgendwo im Wasser eine Range haben. Oh ja, auf jeden Fall. Das heißt, wir müssen hier unten nochmal ein bisschen platzieren. Mhm. So, alles, was hier Erde ist, muss verkleidet werden. Damit unser kleines Spielchen funktioniert. So. Nachher atmen. Atmen wäre natürlich für die Gesundheit förderlich. So, also hier nochmal. Okay, jetzt haben wir nichts mehr. Vielleicht reicht das ja schon, ne? Vielleicht reicht das ja schon. Also, wir setzen mal jetzt drei. Wir probieren das jetzt mal. Eins. Ich mach das mal hier hin, dass auch wirklich der hier sammelt. Zwei. Hallo? 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 Okay, das war im Wasser. Wo ist das Ding? Wo ist das Ding gelandet? Ich bin verwirrt. Okay, das landet jetzt aber hoffentlich nicht unterirdisch irgendwo. Das wäre blöd. Ist hier irgendwo ein Zeppelin gelandet? Freunde! Da! What? Okay, wir brauchen mehr Sand. Oh, weia, Freunde. Das ist echt hart. Das hätte ich so gar nicht erwartet. So war das auch gar nicht geplant hier von der Mechanik her. So, wir brauchen mehr Sand. Für diese Folge hatte ich eigentlich ein bisschen was anderes angesetzt. Thematisch, aber... Weil wir sind ja blumentechnisch noch nicht am Ende. Aber wir müssen hier noch verkleiden. Offensichtlich müssen wir hier noch einiges verkleiden. Also, dann legen wir mal los. Und hier ist ein Block drüber und der hat da drunter angepflanzt. Deswegen macht es mir ein bisschen Sorgen, weil da war, glaube ich, irgendwas hohl. Und ich hoffe nicht... Ja gut, wenn die da Säpplinge pflanzen und da kein Wasser ist, dann wachsen die da ja auch, Mann. Dann wachsen die da ja nicht. Und irgendwann sind die Säpplinge da, also irgendwann ist alles vollgepflanzt. Und dann kommt das Zeug ja doch dahin, wo wir es möchten, ne? Aber das ist jetzt auch spekuliert, ne? Ob das so funktioniert. Jetzt muss ich wieder atmen. So, wir pflanzen jetzt hier einfach alles zu, um sicher zu gehen. So. So, hier ist noch ein bisschen was. Das können wir auch nochmal. So. So. Okay, das sieht doch schon mal gut aus, ne? Upsala, mein Jetpack ist alle. Ja, das muss ich mal gerade beheben. Das ist ein bisschen wichtig, das Jetpack. Das brauche ich. So. Zack, zack, zack. Pickaxe, Pickaxe. Dort, dort ist meine Pickaxe. So, gleich weggepackt. Schön. Ja, dann habe ich Hunger. Und dann probieren wir das Ganze nochmal. Ja. Gut. Den Zeppling nehmen wir wieder mit. Auch den können wir auch da liegen lassen. Der müsste jetzt ja wieder gepflanzt werden. Das hörte sich so an, als wenn er unterirdisch gepflanzt wurde. Also man hört ja mal dieses Ploppen. Dieses Ploppen, wenn es wieder... Ist das der Zeppling? Nein, das ist ein Inksack. Man hat ja dieses Ploppen, wenn der Zeppling gesetzt wird. Und wenn der sich dann wieder löst, ne? Das heißt, wenn der wieder... Also gedroppt wird oder was weiß ich, wie man das sagen will. Ja, kann natürlich sein, dass jetzt da drin irgendwo...
Das ist blöd irgendwie. Ich mach das nochmal auf. Ach Mann, ja. Das zerstört mir meine Folge. So, Moment. Noch ein tiefer. Oh, jetzt habe ich hier Sand freigelegt. Das ist auch nicht so schlau. Fällt mir nachher alles auf den Kopf. Tja, ich weiß jetzt noch nicht mal, wo der Zeppelin gelandet ist. Ah, komm schon. So, hier muss aber Erde hin. Gut, dann, keine Ahnung, dann probieren wir es nochmal. Komm schon, pflanzt das dahin, das Zeug. Ja, und den jetzt auch. Der ist jetzt schon wieder sonst wo gelandet. Oh Mann. Oh Mann. Im Wasser? Nein, ne? Ich hoffe nicht. Wahrscheinlich habe ich irgendwo beim Graben bauen oder so, habe ich da irgendwelche Erde freigelassen. Ach Mann. Und dann funktioniert das alles nicht. Das hier ist hoffentlich alles out of range. Das klang aber wieder unterirdisch. Das klang tatsächlich wieder unterirdisch. Kann ich mir denn hier Zepplinge... Guck mal, hier liegt doch so viel rum, ne? Nehme ich mir mal mit. Oh, das muss ich auch mal terraformen hier. Egal. So. Wenn ich jetzt mal... Jetzt machen wir mal den hier so. Wie viel waren das jetzt? 4 oder so? Okay. Sind 2, 3 hier gelandet. Bauen wir mal wieder ab. Irgendwann muss das ja mal voll sein da, wo auch immer der die hinpflanzt. Zwei Stück hat er wieder sonst wohin gemacht. Och, Manno. Jetzt sind sie alle weg. Ach, da ist ein Erdblock. Okay. Wo sind sie jetzt hin? Ich hätte sie ja gerne wieder gehabt. Hallo? Egal, dann hole ich mir gleich welche. Aber da war tatsächlich noch ein Erdblock. Ach, die sind da ja noch. Hä? Die waren doch gerade weg. So, 3 Stück. Bitteschön. Pflanzen bitte. Einer ist wieder irgendwo hingegangen. Freunde, so langsam verliere ich aber den Glauben hier. Schon wieder ist einer irgendwo hingegangen. Komm. Tu es. Also manchmal macht das nicht so richtig, ne? Oder haben wir einfach zu wenig Mana? Ich vermute mal, dass irgendwo hier drunter, irgendwo ist hier ein Hohlraum. Kann das sein? Im Prinzip ist das eine schlechte Idee, was ich hier mache. Weil jetzt haben wir auf jeden Fall Erdblöcke hier frei. Ja, okay. Wir, Freunde, wir starten die Karre einfach, weil ich will jetzt nicht ewig hier suchen. Also wir starten nicht, aber wir machen einfach mal weiter. Weil ich will jetzt nicht ewig hier nach irgendwelchen Erdblöcken suchen, die hier irgendwo versteckt sind. Ich gucke nochmal einmal ins Wasser. Das ist jetzt zwar Nacht. Ob hier irgendwo ein Zeppling noch rumeiert. Da unten. Ach ne, das ist ein Inksack. Ja, der verliert halt da seine Sex. So, kann jetzt hier so direkt keinen finden. Das heißt, wir werden einfach die Karre starten. Wir werden das erstmal so lassen. Und wenn es hart auf hart kommt, dann müssen wir halt das Ding komplett da irgendwie unterbuddeln und müssen da alles in der Range umwandeln in irgendwas auch immer. So. Ist halt so, ne? Können wir halt nicht ändern. Ist halt so. So, das heißt, wir müssen eigentlich mal da hinten hin und unser Inventar wieder leer ramschen. Sand können wir auch hier rein tun, obwohl er nicht von hier wegkommt. Ist auch egal. So, irgendwelche Brains haben wir hier dabei. Inksacks. Zepplinge. Gut. Jo, wie sieht's aus, Freunde? Wollt ihr eigentlich mal wieder tauschen?
Könnte ich mir ein paar Emeraldos schnorren? Nee, wollen sie nicht. Also da muss ich mir auch noch was anderes überlegen für die Emeralden. Für die Emeralden. Irgendwelche Nachbarn hier? Nein. Ich war ein bisschen lange auf. So, es geht weiter. Wir brauchen eine weitere Blume. Die brauchen wir jetzt auch ein paar Mal öfter. Und zwar geht es darum, dass wir jetzt sozusagen einen Fertilizer-Effekt, also wir müssen die Säpplinge, wenn wir sie da pflanzen, natürlich auch düngen, ne? Und dafür brauchen wir auch eine Blume sozusagen. Und die finde ich sie, wie heißt sie denn? Die heißt die hier. Agri-Carnation. Ne? Und die macht nichts anderes als hier. A type of natural fertilizer. Ne? Die braucht Mana aus dem Pool, den wir da schon stehen haben, so wie die anderen Blumen hier auch. Die anderen funktionale Blumen und macht sozusagen einen Fertilizer-Effekt auf eigentlich alles, was da wächst. Aber diesmal sind es, also bei mir sind es dann halt nur die Bäume, ne? Sozusagen so. Ja. Gut. Also ich weiß nicht, das alles hier von Botania habe ich mir, also ich weiß nicht, ob ich das schon mal gesagt habe, habe ich das schon gesagt? Weiß ich nicht. Also das habe ich mir von Mahandi, ich glaube er heißt Mahandi, hat auch einen Channel irgendwo, auf YouTube und da habe ich mir das Tutorial angeschaut und da, also ist das halt von ihm nachgebaut, ne? Ich wollte das jetzt hier nicht so, ist zwar nicht ganz 1:1, aber ich wollte das jetzt nicht so hier, ne? So tun, als wäre es meins. Logischerweise ist das nicht meins, sonst müsste ich ganz lange probieren und ganz lange im Wiki lesen. Deswegen glaube ich, ist das ganz legitim, wenn man auch mal was abguckt. Ne? Da muss man halt nur sagen, dass das demjenigen auch gehört. So, so gehört sich das in Deutschland. Okay, wir bauen in diese Blume. Wir schreiben sie hier mal rein. Ach, da ist es schon. Brauche ich auch nicht weitersuchen. Das ist die Functional Flower. So, okay, wir brauchen grün, gelb und wir brauchen Runen. Rune of Spring. Okay, wir müllen uns das Inventar mit diesem Zeug erstmal nicht voll. Wir machen erstmal nur die Rune. Oh, das ist eine teure Rune. Das ist eine teure Rune. Da brauchen wir für diese Rune, brauchen wir zwei weitere Runen. Wasser und Feuer. Dann kriegen wir die von Frühling. Ja, Donnerschlag. Okay, das heißt, das ist teuer. Boah, okay, wie entscheiden wir uns denn jetzt? Wie viel wollen wir denn von diesen Blumen bauen? Ich würde sagen, machen wir 4 Stück oder 8 Stück. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich weiß auch nicht, wie effektiv die sind. Letzten Endes, wenn wir jetzt davon erstmal, wir kriegen ja, wenn wir das einmal bauen, kriegen wir 2 Runen. Und wenn wir das jetzt 4-mal bauen, haben wir 8 Runen. Nee, das macht keinen Sinn. Wir bauen das zweimal, da haben wir 4 Runen. Moment, wie ist das denn hier? Ach guck, hier kriegen wir nur eine Rune. Das heißt, wir müssten von denen schon 8. Da müssten wir das Ganze hier 4-mal bauen. Netherwarzen. Oh, ich hoffe, ich habe das alles überhaupt noch. Nether Brick. Okay, wir bauen 8 von denen. Wir bauen mal 8 Blumen. Würde ich mal sagen. Wir bauen 8 Blumen. Also, wir brauchen 8 Mana Powder. Okay, Freunde, das wird natürlich ein Fest. So, wir haben genau einen. Ja, wir machen eins nach dem anderen, sonst kommen wir durcheinander. Also wir reihen das hier mal so ein, was wir so brauchen. Wahrscheinlich brauchen wir noch irgendwelche Blumen. Kann alles sein. So, Gunpowder. So, wir brauchen 8, ne? 7, weil wir ja schon eine haben. Ich hoffe, wir haben auch genug Mana für dieses ganze Krempelzeug, was wir hier so veranstalten wollen. Das meiste Mana wird ja hier drin sein. Mache ich das mal hier. So, jetzt haben wir 8 Stück davon. So, wir machen erstmal die Feuerrune, haben wir gesagt. So, dann brauche ich Mana Steel 8 Stück. Und Gunpowder normal 8 Stück. Okay, das können wir ja ganz schnell besorgen. Das ist ja kein Problem. Also, nochmal Gunpowder. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mana Steel war da hinten. So, ist jetzt ein bisschen Rennerei und ein bisschen Sammelei. 8. So. Genau. So, nochmal nachschauen. Nochmal gucken. Wir brauchen jetzt Nether Brick und Nether Wart. Okay. Jetzt wird es interessant. Vielleicht müssen wir nochmal in den Nether. Also, Nether. Huch. Was war das denn? Ich habe irgendwas geöffnet.
Nether. Okay. Oh, wir haben 5. Das heißt, wir müssen noch welche besorgen gehen. Und Bricks haben wir. Genug. 8 Stück. Ah, okay. Wir müssen Nether. Die kann man nicht craften, ne? Ich klicke das mal hier an. Nether Warp Bag. Natürlich. Natürlich kann man die nicht craften. Ah, das ist schade. Sonst könnte ich sie mir irgendwie... Okay, wir müssen auf jeden Fall noch einen Abstecher in den Nether machen. Ja, ich habe so ein Ding halt nicht. Okay, 5. Ja, wir schauen auf der Vollständigkeit halber nochmal nach, was wir noch brauchen. Nether Brick und Gunpowder. Also wir haben Nether Brick. Wir haben eigentlich alles, ne? Halt nur die nicht. Und wir brauchen natürlich dann auch... auf jeden Fall hier nochmal den, ja, den Stone, ne? Wir müssen hier nochmal Stone hinpflanzen, dass wir auf jeden Fall Living Rock kriegen, weil den brauchen wir ja jedes Mal, wenn wir am Altar was pflanzen, ne? Oder was craften, nicht was pflanzen. Jo, die PODs ist mal weggehackt. So, okay, dann mache ich hier gerade noch Stone hin. Das sollten wir hinkriegen. Die Folge ist gerade schon durch, sehe ich auf dem Timer. Aber egal. Wir machen hier noch Stone hin. Und wir behalten die Stone-Geschichte mal auf jeden Fall 32 Stück hier drin. Wobei wir eigentlich theoretisch das alles erstmal ablegen müssen. Damit wir im Nether, falls was passiert, nicht alles verlieren. Ne? So. Weil wir werden jetzt in den Nether gehen. Okay, hier funkeln die Glühwürmchen, das heißt, das Ding ist in Aktion, da können wir das auch nochmal rausreißen und können hier auch nochmal nachlegen, ne? Dann haben wir auf jeden Fall schon mal einen kleinen Vorrat und haben eine kleine Anzahl an Steinen, das heißt, wir können ein paar Crafting-Rezepte durchhauen, ne? So, okay. Gut, wir haben hier auch noch Steine drin, ne? 7 Rocks haben wir hier noch drin. Das ist gut. Living Wood haben wir auch, können wir mal aufstecken hier. Und dann können wir diese 3 Kohle, die wir hier haben, auch nochmal reinschmeißen. Genau. So, okay, das funktioniert alles, das ist schön. Und dann können wir theoretisch diese Folge beenden und machen nächste Folge weiter. Jetzt hat uns dieses Einpflanzen und Sandsäen sozusagen ein bisschen Zeit gekostet. Aber was soll's, Freunde? Das gehört alles dazu. Das ist halt keine... Sonst könnten wir ja auch im Kreativ spielen, ne? Wenn wir einfach nur effektiv die Mods sehen wollten. Nein. Es ist schon Survival, was wir machen. Und das finde ich auch gut so. Das macht, finde ich, mehr Spaß. Also, Freunde, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Und ja, dann fröhlich weiter, Hauptbaubereiter, wa? Freunde, macht's gut und vielen Dank. Tschüssi.